Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dead Cells. Ich bin hier jetzt beim vierten Versuch eines... schick. Eines Runs auf die Katakomben, um dort die Walljump-Fertigkeit zu kriegen. Ich versuche die ersten zwei Levels durchzurennen. Funktioniert an sich ganz gut. Ich muss jetzt also schnell sein. Ich habe ungefähr gute 2 Minuten Zeit, ins nächste Level zu kommen. Das heißt, ich werde Kämpfe möglichst vermeiden, wie ihr hier seht. Klappt vor allem im ersten Level ziemlich gut. Das einzige Problem ist, dass dadurch, dass das Level ja immer anders aufgebaut ist, ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Ich muss halt die richtige Ausgangstür rechtzeitig finden. Unterwegs nehme ich Sachen mit, wie die hier, die einfach rumliegen. Das ist in Ordnung. Alles andere ignoriere ich. Alles, was Zeit braucht. Weil es doch etwas knapp sein kann. Das hier ist der Gang, den wir nicht wollen. Das ist der Gang in die Sewers, also in die Kanalisation. Nicht der Weg, den wir brauchen. Oh, das habe ich jetzt falsch ausgewählt, aber ist egal. 333 macht immer Sinn. Die Feuergranate. Die will ich bitte. Okay, 48 Sekunden bisher. Hier geht's nicht weiter. Das ist der Zugang. Oh, schön. Können wir das noch mitnehmen, hoffentlich? Bloodsword. Aber ganz ehrlich, nein. Aber können wir es verkaufen, wenigstens. Komm, beeil dich. Hier geht's nicht weiter. Das ist diese Tür mit dem Schalter, wenn ihr euch erinnert. Und die müssen wir jetzt finden. Ja! Diesmal kein Schalter. Egal, wir haben es geschafft. 1 Minute. Dreamlike. Eigentlich hätte ich nochmal zurückgehen können und ein bisschen sammeln. Habe ich überhaupt? 0 Zellen. Was sagt ihr dazu? Mutation, logisch. Innerlich tot. Weil wir bekämpfen ja im nächsten Level nicht wirklich Gegner. Sondern... Oh, gar nichts abgekriegt. Sondern wir rennen nur durch, das ist einfach sinnvoller, wenn wir schlichtweg mehr Leben haben. So, jetzt sollte ich wirklich die Time Door mitnehmen. Das war nämlich in meinem letzten Run das Problem. Ich habe die Time Door hier nicht mitgenommen. Was die ganze Aktion sinnlos gemacht hat. 44 Sekunden noch, seht ihr. Alles klar, funktioniert. Hier gibt es meines Wissens immer nur Geld, eine Rolle und 12 Zellen. Die wir natürlich erst ausgeben können, wenn wir am Ende vom Level angekommen sind. Vorteil hier auf der Promenade ist, dass die Promenade gerade ist, sprich, wir können uns nicht irgendwie verlaufen. Nachteil ist, dass es eine Menge Verfolgungsgegner gibt, wie ihr hier seht. Und dementsprechend ist es gar nicht so einfach, denen zu entkommen. Brauchen wir nicht. Hi. Oh. Einmal umgedreht und schon Treffer abgekriegt. Den Schlüssel haben wir noch nicht. Keine Ahnung, wo man den bekommt. Piss off, people. Aber ganz gut. Da könnten wir jetzt den Walljump benutzen zum Beispiel. Okay, soweit. Oh, da komme ich nicht durch. Muss oben rum. Verpisst euch! Eklig jetzt. Keine Fehler machen. Hau ab! Da war eine Zelle, aber... schick. Aber zu gefährlich. Lassen wir einfach liegen, ist egal. Kein Bock, in Shenanigans zu kommen. Was ist das wieder ein Storyraum? Vielleicht. Ja. Was gibt's da? Oh, fetten 2er Seelenschlitzer. Ist mir viel lieber als die dumme Granate hier. Gibt's noch was? Nein, ich habe keine Zeit zum Story lesen. Tut mir leid, wenn ihr das jetzt gerne gelesen hättet, dann müsst ihr vorsichtig Pause machen im Video. Aber tatsächlich habe ich in dem Level in der Regel etwas mehr Zeit und bin dann bei der Time Door in den Katakomben recht früh dran. Deswegen hetze ich mich jetzt nicht ganz so arg. Das sollte noch bald am Ende ankommen tatsächlich. Ja, das ist hier. Nur noch kurz. 2 Minuten 50, 1A. Da geht's zu den Gefängnisdächern. Ob hier diesmal ein Schatz ist, ist manchmal da, manchmal nicht. Nein, ist nicht. Okay, dann würde ich noch kurz gucken. Da waren wir zu viele Gegner. Ich will auch die Waffen eigentlich gar nicht haben. Brauchen wir alles nicht. Erkunden tue ich nicht. Wir machen weiter. Ist okay. Dann immer hier weiter durch den Teleporter. Zack.
Haben wir die Katakomben, 1A. Was sagt die Zeit? 5 Minuten. Ja. So schnell kann man in den Katakomben sein. Und diesmal haben wir dank Time Door auch Zellen abzugeben. Hey, Guy. Okay, machen wir die Goldreserve noch. Aber dann wirklich alles in die Medizinfiole. Es dauert noch eine Weile, aber es macht einfach einen Riesenunterschied, wenn wir 3 Schlücke haben. Neu schmieden. Gucken wir uns kurz unsere Waffen überhaupt an. Wir haben das Wurfmesser 1 und die Doppeldolche 1. Nicht wirklich toll. Ich hoffe, wir finden bald was Neues. Und da können wir jetzt natürlich nicht wirklich viel reißen. Vielleicht gibt es hier was in der Time Door. Jetzt will ich Nekromantie. Wir brauchen unbedingt neue Waffen. Wenn wir es jetzt echt schwer haben. Katakomben, ein sehr schwieriges Level, finde ich. Also auf jeden Fall ein signifikanter Sprung vom Level davor. Time Door hier unten? Nein, dann hier drüben, ja. Wow, wir hätten noch 4 Minuten. Krass. Also ich hätte mir wirklich viel mehr Zeit lassen können. Nee. Es gibt wieder Geld, es gibt wieder ein Level-Up. Diesmal Taktik wegen den Lebenspunkten. Es gibt den Blueprint, den habe ich schon mal gesehen. Da habe ich das Level dann aber danach nicht geschafft. Scharfschützenbogen. Sieht sehr interessant aus. Ich glaube, es sind feste Blueprints in den Time Doors. Sprich, wir sollten überall mal solche Runs machen. Scheiße, machen wir wenig Schaden. Okay. Das heißt wirklich langsam und vorsichtig vorgehen, würde ich sagen. Müssen wir uns auf die Stationaries verlassen. Und aufs Blutungsmesser. Weil damit reißen wir halt wirklich nichts. Und ich hoffe, dass wir eine Waffe und einen Händler für eine Waffe finden. Okay. Feuergranate ist schon mal gut. Ja, die sind fies hier. Einfach aufgrund ihres Angriffspatterns. Wobei, wenn man so, so viel Platz hat, habt ihr das gesehen gerade? Krass, oder? Der war unfassbar weit weg, der hat mich getroffen und hat mir ein Drittel meiner Lebenspunkte abgezogen. Dark Souls lässt grüßen. So, ich muss jetzt echt irgendwas finden, Jungs und Mädels. Nein, nein. Ein Shop, eine rumliegende Waffe, irgendwas. Was mein, scheiße! Was war denn das jetzt? Wie kann man so viel Pech haben? Fick dich, Spiel. Entschuldigung. Ich meine natürlich doofes Spiel. Naja. Gut, man kann auch sagen, ich war unvorsichtig. Ja, ich finde es tatsächlich ziemlich langweilig, so zu spielen, muss ich zugeben. Aber was soll ich machen? Das Messer trifft wenigstens immer, das ist ein Vorteil. Und die Doppeldolche, ja, die machen halt einfach nicht viel Schaden. Aktuell. Da komme ich ohne Walljump nicht hoch. Also hier rum. Ich spare mir jetzt sogar die Gegner weiterhin. Wegen meinen schlechten Fertigkeiten. Das kann einen verletzen, musste ich schmerzhaft feststellen. Könnte der Weg hoch in den Turm sein. Oh shit. Super. Au. Ist da viel los, hey? Wie soll ich die denn alle killen? Diese Unmengen an Gegnern.
Vor allem, wann stirbt der Fette endlich? Ernsthaft. Ah! Die unterschätzen wir gerne, die Schnecken. Nicht gerade brutal, aber. Die Bleeding-Fertigkeit ist gut von dem Messer. Bringt mir dann doch einiges. Okay, funktioniert gut. Oh, die hasse ich ja noch mehr. Aber man kann sie mit dem Gelände gut kriegen. So wie hier jetzt. Eklig. Ekelig. Hau ab! Oh, ich dachte schon. No skill needed. Naja, schon ein bisschen, aber kein Vergleich. Aua! Jetzt heile ich mich. Und dann hau ich ab! Holy crap. Okay. Und Fehler 4. Super. Sofort. Sofort. Was hat er für eine Sonnenfertigkeit? Regeneriert. Plus 100% erlittener Schaden. Echt jetzt? Ich hasse diese Waffen. Weil man dann noch schneller in diese Killer-Situationen kommt. Wisst ihr, wo man nicht mal wirklich ausweichen kann, wo es einfach zack, zack, zack und du bist tot machst und das geht jetzt halt noch viel schneller. Aber okay. Was soll ich sonst tun? Einfach weiterhin vorsichtig sein. Ich hoffe, ich finde den Boss bald. Den Mini-Boss. Das da oben ist der Händler und der verkauft neue Granaten. Okay, die nehme ich. Was gibt's hier? Bärenfalle. Infanteriegranate und Brandgranate. Ich glaube, dann nehme ich das Brandgranaten-Update. Schießt eine Pfeilsalve ab, auf erzeugt eine Giftwolke. Das sind alles nette Sachen. 7,5 allerdings. Und der Sehenschlitzer ist halt auch nicht gerade toll vom Schaden-Output her jetzt einfach. Und die Bärenfalle würde halt blockieren. Plus 100% Schaden gegen ein brennendes Ziel. Okay. Tut weh, aber... Ist nicht mein Lieblingsobjekt, die Bärenfalle. Aber ich sehe gerade keine Alternativen. Und wir haben dann jemanden zum Bremsen. So, jetzt tausche ich noch. Genau so. Ein Gegenstand zum Bremsen, meine ich natürlich. Und das ist einfach zu wichtig. Oh, zu weit weg. Das war auch bei gegen die Wand mehr Schaden, richtig? Wie beim Fuß. Ja, kritischen Treffer, wenn man vor der Wand steht. Alles klar. Oh, sehr schön. Ein Kuchen, den können wir später noch brauchen. Da hat der Attack-Pattern zu lang gebraucht. Fucking hate it. Essen wir jetzt halt gleich. Aua! Oh Gott, es waren die Hälfte der Lebenspunkte. Echt jetzt? Ja, ich hab's einfach vergessen. Es tut mir leid. Dass man den nicht in den Rücken hauen darf. Und es kostet mich die Hälfte meiner Lebenspunkte. Fucking Game. Gnadenlos nennt man sowas. Okay, gehen wir mal da oben rum. Oh ja, vor dem habe ich auch echt Schiss, muss ich sagen. I hate him. Warum hat er ein Damage up? Ich habe keine Ahnung. Ach, das heißt, dass er selber mehr Schaden bekommt, ne? Ja.
ist das eine gute Kombi auf jeden Fall mit dem Feuer. Um solche Gegner schnell und gezielt auszuschalten. Okay. Immerhin. Ja, wenn ihr Tipps oder Ideen habt, wie ihr spielen würdet, wenn ihr das Spiel selber spielt, vielleicht habt ihr Kombis gefunden, die ihr richtig geil findet oder so. Ich freue mich über Kommentare. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Raum? Oh, Jesus Christ, seriously. Ja, anders geht's halt nicht, ne? Ist doch zum Kotzen. Umdrehen, Junge. Okay, das hat wenigstens geklappt. Okay, gerade so. Okay. Es klappt. Nicht toll, aber es klappt. Für das hin. Hi, Boy. Bleeding-Schaden ist eine tolle. Oh, das war dumm. Nein, bitte nicht. Oh, nein. Boah, war das knapp. Bin fast draufgegangen, Jungs und Mädels. Weil ich nicht gedacht hätte, dass der da runterfallen kann. Das gute alte Herzklopfen. Ich hab's fast vermisst. Ja, die Brandgranate. Ja. Ist der Damage-Unterschied einfach zu groß. Synergien hin oder her. Oh, sehr guten Level-Up. Was nehmen wir? Fast lila. Ja, weil das die Waffen am ehesten stärkt. Haben wir noch einen Zip? Ne, wir haben keinen Zip mehr. Komm schon, Miniboss. Was ist das? Storyraum, den ich noch nicht kenne, glaube ich. Nachricht. In dem Abstellraum wurde eine Nachricht hinterlassen. Was? Die Soldaten hinterlassen einander Notizzettel? Die Leichnaufen werden immer größer. Sie zu verbrennen reicht nicht mehr aus. Manche von ihnen stehen wieder auf und einige davon gelingt es sogar, sich zu bewaffnen. Wir müssen die Insel verlassen, solange wir es noch können. Okay. Zombie-Aufstand. Ganz neue Story. Noch nie gehört. Was mal mit dem Hauptgegenstand? Diesmal bitte keine Arschlochkiste. Yes, I'm lame, I know. Stirb doch schon, du Scheißding. Ja, ja. Okay. Das waren wieder Walljumps hier. Krieg ich ja vielleicht bald. Toi, toi, toi. Vorsichtig jetzt. Was ist denn das da unten? Für eine Kartenmarkierung. Aha. Da ist ein Teleporter. Ja, der muss woanders sein. Kommen wir hier irgendwo runter? Ist das ein Secret? Hier vielleicht? Ja. Nice. Sind da unten Stacheln? Ja, sind sie. Natürlich. Gut, dass ich geguckt habe. Verlängerte Heilung. Wir müssen jetzt echt am Ende ankommen, Jungs und Mädels. Ich will die Blueprints abgeben. Weil klar, die Blueprints zählen nicht, wenn man nicht am Ende des Levels ankommt. Soweit so schlecht. Da unten ist ein Pergament. Und Gegner. F you, pal. So viele Lebenspunkte. Hätte jetzt auch schief gehen können. Gehen wir auf 333 und dann steigern wir die Waffen, die wir haben.
Hate it. Und schon wieder einen Treffer abbekommen. Nicht schlagen jetzt. Jetzt sind sie beide wieder da. Wir bremsen dich. Wir hauen das dahin. Und wir bewerfen dich. Aber wie gerne hätte ich jetzt einen Quickbow zum Beispiel oder so. So riesig dieses Level. F you, mate. Okay, immerhin. Aber hier scheint es nicht weiter zu gehen. Ja, hier rüber. Boah, ich bin jetzt echt aufgeregt, gell? Dafür liebe ich solche Spiele. Es ist die Kiste und es ist eine normale Bitte-Spiel. Wow, fuck! What the fuck? Was war denn das? Das habe ich ja noch nie erlebt. Oh, ist das fies. Oh Gott, war das fies, Leute. Ist das eine Fake-Kiste gewesen? Das habe ich noch nie erlebt in diesem Spiel. Boah. Und das war's jetzt. Kein Gegenstand, ja? Wenigstens. Fuck you. Purer Hass gerade. So, ich habe keine Ahnung, wie wir da oben reinkommen. Hier ging es nach oben weiter. Das haben wir noch nicht gesehen. Dann gehen wir mal dahin. Gott, war das gerade asozial. Ich fühle mich betrogen. Und das war's. Und deswegen bin ich hierher gekommen. Was sagt die Uhr? Ja, wir müssen langsam aber sicher einen Schnitt machen. Wege gibt's schon noch. Gehen wir mal hier weiter. Ausgang haben wir noch gar keinen gefunden. Ich glaube, es gibt auch nur einen, bin mir nicht ganz sicher. Für 4,5 könnten wir hier ein Level kaufen. Das sparen wir uns mal. Gucken, ob wir noch beziehungsweise einen Händler finden. Haben wir in dem Level meines Wissens noch nicht. Hier gibt es ein Level-Up für umsonst. Lila. Ja, das Messer muss einfach unbedingt ausgetauscht werden. Den können wir vielleicht ignorieren da unten. Was gibt es hier noch? Ja, wenn es nur einer ist, ist es okay. Hey, eine Eisgranate. Statt der Bärenfalle auf jeden Fall. Halt nur die Vierer. Wir haben 4 für die Bärenfalle ausgegeben. Aber ganz ehrlich, das Einfrieren funktioniert einfach besser. Und der Seenschlitzer macht ordentlich Schaden. Ja, machen wir. Und die ist auch hauptsächlich lila, von dem her kein Problem. Boah, knapp. Oh, bitte nicht. Bitte. Oh Gott, ich habe so Schiss gehabt gerade. Boah, wieso? Du warst gefroren. Crap, der war doch gefroren. Ich wusste nicht, dass er... Wahrscheinlich war er nur verlangsamt. Abhauen jetzt. Ja, der war nur verlangsamt. Hat nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Oh, keine Sips mehr. Wir schaffen den Boss doch nie. Echt jetzt. Den Mini-Boss. Kann man immer Pech und Glück haben, aber... Ja, gegen die Wand wäre besser gewesen. Irre, wie wenig Schaden das Zeug macht.
Eine Menge Blutung hast du jetzt. Ja, ich weiß, dauert noch eine Sekunde. Wir können schon mal anschnitzeln. Sagt man das so, anschnitzeln? Glaub nicht. Okay. Das ist dieses Level nur so unfassbar riesig, echt jetzt. Boah, so viele Gegner! Knapp, knapp, knapp. Gegen die Wand? Ach, der ist schon tot, okay. Schön. Okay, fast volles Leben jetzt wieder. Durch Nekromantie, da geht's zur schwarzen Brücke. Zum richtigen Boss. Aber ich bin der Meinung, es muss noch irgendwo den Miniboss mit der Sonderfertigkeit geben. Oder ist das zufällig? Das wäre wirklich traurig. Weil ich habe ihn schon mehrfach gesehen. Hm. Vielleicht gibt es noch den Weg da oben. Und den hier natürlich. Gehen wir mal den hier. So ein Bossraum, der sich dann wieder schließt. Nein, ich wollte gerade sagen, da ist er, aber da ist ein Händler. So beautiful. Infanteriebogen 5 und Doppelbogen 5. It's like my dreams come true. Ah. Gut, dass wir gespart haben. Wow. Die Folge geht schon recht lang, aber... ich hoffe, ich kann... Das ist die letzte Chance. Wenn der hier nicht ist, dann ist er diesmal nicht dabei. Was wirklich traurig wäre. Nee, ich glaube, das ist der Raum. Ja. Okay, jetzt kommt es drauf an. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Ich erinnere mich, dass es abartig schwer war. Wir haben keine Halbfertigkeit. Also ich hoffe nur, vielleicht können wir den gut gegen die Wand prügeln mit dem Fehler. Schauen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was es für ein Elite ist. Drückt mir die Daumen. Hey! Natürlich, so einer. Boah, bitter! Es gibt keine Ausweichmöglichkeit. Ich schaffe das niemals. Ja. Meine Fresse, wie soll das funktionieren? 58 Zellen! I hate this game so much. Bis zum nächsten Mal. Ciao.